Power low. Ja, weil Engine nicht on. Die Power ist immer noch low. Scheiß drauf, ist ein Anzeigen. Ah, warte, stopp. Schieß ihn ab. In die Fresse, Biatch. Schnell weg. Boah, guck mal da hinten, Alter, wieder. Oh, der Crusader, geil. Wieder angestrahlt wird. Nice Ding, ey. Von unten die Sonne. Boah. Geil. Oh, ey. Aua. Ich hab gerade auch getroffen, das ist ja unfair. Ist nur lustig, wenn ich das mach. Ja, so, jetzt lass mal in diesen Ring fliegen. Achso. Am besten straight. Out of hell. Straight out of hell. Geil. Das ist schon wunderschön, Alter. Das ist schon krass, wie das aussieht. Ja, ohne Witz. If you see the planet over there, you can go there. Yeah, I know. Hier wirklich. Nicht wie bei Starfield. Hier wirklich. Ja. Na, letzte Folge gesehen, wie wirklich das ist. Ja, ist es. Total, ja. Komplett wirklich. Voll. Heißt, ein KI-generierten Planeten, wo nichts ist, da kann ich mich auch drauf laufen lassen, ja? Ist klar, ja, richtig. Ist egal, wir wollen hier nicht... Shamen, hier wird nicht geschämt. Hier wird nicht geschämt, ja. No, no Planet Shaming wird hier betrieben. Ja, die Planets sind... Das ist ganz schön weit weg, yo. Es ist sehr weit weg. Aber ich habe das Gefühl, wir sind schon nah dran. Vielleicht sind wir auch gleich drin. Nee, sind wir nicht. Nee, du, das... Vielleicht haben wir die Hälfte, oder? Noch nicht mal wahrscheinlich. Nicht mal? Ja, guck mal. Ich weiß es nicht. Das sieht aus, als wäre es direkt da, aber es ist halt... Im Space ist das sauschwer einzuschätzen, wie weit das eigentlich weg ist. Ja, aber guck mal, wie weit wir vom Planeten weg sind und das Zeug... Das, ja gut, das ist ja nicht mal ansatzweise ein Crusader dran, der Ring, aber... Nee, natürlich nicht. Wir bräuchten halt ein schnelleres Schiff, Alter. Können halt auch nichts anvisieren da. Ja, guck mal, da rechts ist nämlich noch Schatten. Das heißt, das ist der Winkel, wo man dann die Sonne sieht. Das ist schon noch ein Stück. Ah, krass, ja. Da scheint die Sonne noch nicht hin. Jo, ist das weit weg? Wie weit ist denn das? Digga. Alter. Jetzt erscheinen die anderen noch dazu. Jetzt kommen wir in die Nähe. Ich glaube, jetzt haben wir drei Viertel. Wir kommen näher. Wir nähern auch. Wir sehen auch die Sonne. Ja, jetzt sind wir im Sunwinkel. Im Winkel? Jetzt sind wir gleich da. Wir sind gleich da. Ich denke, eine Minute noch. Ja, und dann dürfen wir da sein. Digga. Ja, es sieht halt aber auch echt nicht aus, als würden wir näher kommen oder so. Warum lacht das Schiff? Das finde ich jetzt witzig. Es lacht uns aus. Da ist noch eins, da ist noch eins. Digga, Alter, also es ist ja wirklich... Sag mal, sind Digga, wir jetzt... wie groß sind denn dann diese... Aber wir näher... Meteoriten? Nee, ist das... Meteoriten sind Sachen, die sind in die Atmosphäre knallen, genau, oder nicht? Das sind dann Asteroiden. Ey, fast Shitstorm kassiert. Ja. Ich flieg mal da runter zu einem. Asteroids. Lass, flieg einfach mal mitten rein. Ja, ja, klar. Nicht schießen. Aber es ist wahrscheinlich noch nicht dicht genug, als dass man da irgendwie crashen würde oder so. Ja, das Ding ist halt, die sehen halt aus, als wären die 10-mal so klein als mein Schiff. Es ist richtig, ja. Als wäre mein Schiff jetzt riesig groß. Riesig und dann kommt da so ein kleiner Glock daneben, dann, der jetzt so groß ist wie so ein Triebwerk hinten. Ja, ja. Da ist so ein Ding. Wie groß ist das? Bist du groß? Man kann auf den landen. Klar kann man auf den landen, das macht ja Sinn. Ja, das ist aber keine gute Idee, da zu landen. Weiß ich nicht. Weil dann bist du ja im Spatze und da ist keine Schwerkraft. Wenn du aussteigst, bist du weg. Wieso bist du weg? Dich zieht ja nichts an. Ja, aber du fliegst rum, kommst wahrscheinlich nicht mehr zurück. Ja, aber du hast ja Booster am Anzug. Das ist richtig. Womit du dich... Jetzt gucken wir mal, wie groß das ist. Ja, schon so eine Schiffgröße jetzt, oder? Glaube ich. Flieg mal daneben. Digga, Schiffsgröße? Das ist größer als das Schiff. Größer als unser Schiff. Deutlich größer. Größer als unser Schiff, Digga.
Das ist sehr deutlich größer als unser Schiff. Digga, hallo? Wie riesig ist dieser... Der hat schon Schiffgröße jetzt. Digga, wie riesig sind diese Dinger? Land mal auf seinem Schiff. Oh. Geil. So, und der nächste jetzt auf uns. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier landen sollten. Glauben Sie nicht? Ja, dann kann der Herkules hier ja auch locker landen, Alter, so riesig wie das ist. Ja, klar. Guck mal. Ey, das ist ja verdammt riesig. Also, ich hätte jetzt wesentlich kleiner eingeschätzt, die Asteroiden. Problem ist? Wir stehen nicht gerade. Ne, wir stehen an sich nicht. Das Ding treibt halt jetzt. Ja, klar, das Ding fliegt und unser Schiff auch. Wir legen es wieder drauf an, dass das in die Hose geht, was wir heute machen. Tu's nicht, Alter, tu's nicht. Leg's nicht drauf an, mach das nicht, geh nicht raus. Gleich kommen wir nicht mit unser Schiff. Das ist zu hoch, wir kommen nicht mehr hoch. Guck das an. Oh shit! Aber guck. Da. Ah, krass, ja, tatsächlich. Lieber wieder. Oh oh. Nicht, dass wir. Aua! Oh, guck mal, die Oberfläche floatet. Ist das Wasser? Bestimmt ein Bug, das kann nicht sein. Safe ein Bug. Lass mir zurückgehen, nicht, dass wir hier nicht mehr. Alter. Oh. Boah, ist das cool! Das ist geil! Dass man einfach so. Alter, wie riesig! Im Spatz herumfloaten kann. Also, an! Wie gesagt, ich dachte schon, dass das jetzt eher so Pupsgröße ist. Ja, Schiffsgröße halt, ne? So. Ja. Das sah von Weitem absolut nicht so aus, als wäre das so ein riesen Oschi. Hallo? Engines online! Man, look at this, Alter. Das ist schon riesig. Aber es gibt ja auch deutlich größere, das ist ja nicht mal der größte, auf dem geflogen ist. Ja, sind, ja, oder? Eben. Weil und ich meine, jetzt siehst du mal, warum das so... Man, guck dir mal den da das an. Das siehst du ja so richtige Brocken, Alter, auch der geradeaus jetzt vor dir. Aber du kannst ja auch auf den kleinsten landen, so groß wie das Ding gerade war. Ja. Aber das sieht jetzt auch so aus, als würdest du es hinten reinkriegen, Schier. Ja, eben. Bist du davor und dann so. Ist ja ultra riesig. Da guck mal, wie klein die Schüsse da drauf sind. Mhm. Könntest du jetzt easy landen, wenn es nicht im Space floaten würde. Ja, ist schon verdammt riesig sowas. Super toll. Da, das ist ja pervers. Mhm. Oh, Digga, der Planet. Geil. Okay. Wie der Planet auf dem. Was da? Das ist wirklich. Okay, jetzt müssen wir aber uns weiter um die Mission kümmern. Die letzte Aufgabe machen. Wo ist es? Das ist Ramp Access von einem anderen Dude. Links. Es ist unten, ne? Mann, wo ist es? Aber ist es nicht auf dem Planeten, ne? Nee, es war ein anderer Planet. Ist er da hinten gerade? Scheiße. Da. Nicht das. Oh. Geil, Quantum Trail ist geschützt. Geschützt! Wir ballern da jetzt einfach durch. Scheiß drauf. Ne, wir haben noch nicht alle. Oh, Post Complete 2 von 3, ja, Digga. Ist noch einer, wir brauchen 9 solche Scrubs. Ha! Okay, unrealistisch. Was wär's jetzt gewesen? Ja, bei Jela, ja, das ist klar. Alter. Digga, wie mir vorbeifetzen. Selin. Oh, ist das krass. Ui, was ist das für ein Planet? Das ist ein Mond halt wieder, ne? Ziemlich viele Hügel, wie ich da sehe. Sehr hügelig. Scheint auch direkt hier vor uns zu sein, die Collection sein. Ja, sieht so aus. Da muss man nie auf die andere Seite. Vor allem hügelig, ne? Das sind Riesenberge, Alter. Wahrscheinlich sind das Berge, wenn das wir jetzt gleich da sind. Das sind Riesenberge, wenn wir jetzt gleich da sind. Das ist schon hügelig. Also vom Weltall sieht das halt hügelig aus. Ja, das ist halt mini. Oh, oh, oh. Nicht so schnell, der Kollege passt out.
Wir wissen, was passiert, wenn der Outpost, der wacht nicht mehr auf. Mhm. Digga, brems. Wie war das? Mit X. Oh, nicht zu doll bremsen. X war nämlich die Space Break. Das ist direkt auf dem Berg, oder was? Aha. Was, auf dem Hügel? Guck mal, Digga, die Hügel. Das ist bergig, Alter. Das sind der Riesenberge. Oh, oh. Warning, allein to... Was denn allein to target? Was ist dein Problem? 2 Kilometer noch? Mhm. So schwer einzuschätzen, Alter. Ob man da gleich reincrasht oder nicht. Mach mal den Quantum-Ding aus. Hügel, ja, das war gut. Scheiße. Aha. Warte mal. Guck mal an, dein Hügel. Digga. Ja, das sind Riesenberge. Ja, hügelig, Alter. Das ist ja schon hügelig. Das ist hügelig. Sieht etwas hügelig aus, da Freund. Digga. Das sind einfach Riesenberge. Oh, Alter, kommt der angeknallt. Fliegt man noch ein bisschen näher ran. Ui, was ist das für ein Pimmel? Landing complete. Landing complete, ja, I see. So, nicht mal ansatzweise gelandet. Digga. So. Power Low, was hat denn der mit Power Low? Ist gar nicht geil. Wo die Engine aus ist. Die Power Station Low, die Engine an. Oh, ich freue mich schon gleich, wenn wir dann da sind mit den Drachen, mit den Sachen. Mit den Sachen und dann, und dann können wir die nicht abgeben, ja. Genau. Als verpackt ist. Egal, dann packen wir das einfach in unseren KWKGFS und dann passt das. Das ist ein KWKW. KWKGFS, das ist schon irgendwie eine scheiß Zungenbrecher. Ja, wir müssen nur wissen, wie man es ausspricht. Scrap Metal. Oh. Das ist aber kein Scrap Metal. Das sind Boxen. Oh, Alter, ui. Oh, Dosenfutter. Guck mal, das sind die neuen Macis Boxen. Für Burger. Für die Chicken Nuggets, ja. Genau. Moin, ich bin Ihr Medic und Helfer. Ja, hallo. Grüße Sie. Hier gibt's nur 2 Metals. Okay. Nein, das zeigelt gerade. Weil jemand reinkommt wahrscheinlich, ne? Hallo. Nimm mal die andere Kiste mit, bitte. So. Open, vorsichtig, Kollege. Komm, nein. Hä? Da hinten ist noch eins. Das ist in unserem Schiff. Was? Das. Die 30 Meter. Ist unser Schiff hier nicht vor uns? Nee. Nee. Das sind uns. Nimmst vielleicht die Box mit, oder? Ja, aber sind es nur 2, oder wie? Ja, ja, hier sind da oben steht noch 2 von 2. Ja, wer lesen kann, ist glaube ich ein Vorteil. So ist. So. Kari. Kari Box. Kari Cox. Hallo. Tagchen. Brauchen auch was zu trinken. Der Kollege hat noch die Hälfte. Intus. Ja, alles gut. Haben doch safe was in unserem Inventar, ne? Bestimmt. Nee. Backpack. Munition, toll. Egal. Der Kollege wird schon nicht verdursten. So, dann heben wir jetzt mal ab und gucken, was die Quest von uns will. Der Hund. Wie kann man so schlafen, Alter? Yuki. Beziehungsweise chillen, Alter, was geht? Die chillt schon hart, Alter. Ich würde auch gerne mal so chillen. Was? In der Cutlass Red könnt ihr was trinken. Ja, wir sind nicht drauf angewiesen. Auf deine Hilfe. So. Digga, wie riesig der Berg, Alter, ist. Das Berg? Planet? Der Berg? Ach so. Wie riesig der Berg ist. Ganz schön bergig, ja. Guck mal, da hinten auf dem Berg ist voll der Meteor eingeschlagen. Mhm, komplett der Krater drin. Lass mal hinfliegen. Lass mal hinfliegen, oder ist, Digga. Das ist zu weit weg. Bist du bekloppt? Das ist schon weit, oder? Ja, na klar, da fliegen jetzt eine Stunde wieder, bis gefühlt. Weil das ist am Horizont, Alter. Ja, gut, ist richtig. So. Aber es ist ein Riesenberg auf jeden Fall. So, wir exiten mal die Atmosphäre. Und mal gucken, was die Quest dann von uns will. Von 3. Objective complete, collect waste. Das war's jetzt, oder was? Mehr nicht, das war's. Das war's. Okay, History. Ja, mehr war's nicht. 3K, wie viel Geld haben wir?
Ja, neun. Ist gekriegt. Krass. Moin, Bre. Hallo. Ja, was machen wir jetzt damit? Gar nichts. Das war's. Mehr ist nicht zum. Mehr war nicht. Mehr war nicht zu tun. Ja, was machen wir damit? War die Frage. Der mit dem Scrap Metal? Ja. Ja, ist wahrscheinlich weg. Natürlich nicht. Warum sollte das denn weg sein? Weiß ich nicht. Was können wir jetzt damit machen? Ja, wir schmeißen es jetzt hier raus, Alter. Was soll ich denn da? Weiß ich nicht. Tschüss, weg. Ich flieg gleich hier raus, ne? Drop. Geil. Wo ist euer Geld hin? Das wir haben es gespendet. Haben es gespendet. Bedürftige. Haben es gespendet. Wir haben es nicht für nötig gehalten und gibt's so. Gibt's auch einen Knopf für droppen? Ah. Also, geil, Digga. Whee! Unser Geld zu behalten. So. Ist ja nicht so, als könnten wir das Zeug vielleicht irgendwie verwerten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Scrap Metal. Wie geil. Wenn es irgendjemand findet, der darf es behalten. Ohne Witz. Können wir das noch verwerten? Wir schmeißen es mal anders raus, bis wir eine Antwort haben. Ich meine, es ist Scrap, also Abfall. Also ich wüsste nicht, was man da verwerten soll, hä? Ja. War der Sinn von Müllhalden? Ja. Die machen auch Geld? Ja, die vernichten es dann, aber wir brauchen es wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Scrap Metal. I don't know. You tell us. Wir brauchen einen Wii-Sound. Ja, ist richtig. Ein Bedürftiger hat das Geld verdoppelt. Shit. haben wir jetzt 18.000. Weil er hat uns gerade. Hat er uns. Meint er, dass er mir das Geld geschickt hat, oder? Ah, hä? Du sitzt auf dem Schlauch, ne? Mann. Man kann es verkaufen, bringt aber fast nichts. Ja, er hat. Ein Bedürftiger hat es verdoppelt. Du hast gesagt, ein Bedürftiger kann es finden jetzt. Ja. Wo ich es rausschmeiß. Ja, ja, ein Bedürftiger hat es jetzt verdoppelt. Weil wenn du das noch irgendwie verkaufst oder so. Ah, okay. I understand. So, machen wir jetzt. Ja, gut. Ah, schön, endlich mal wieder eine kackenlangweilige Mission gemacht. Ja, richtig, das hat ja ultra viel Spaß gemacht. Was ist Lost in Space? Klick mal an. Bei Search. Oh. And anybody out there help me, a ship I hired to transport a very important delivery was attacked on its way to Seraphim Station. I need someone to... Mach mal. Go to the remains to pick up cargo. Als ob. Was für ein Glück. Einfach auf diesem Planeten. Ist einfach hier. Geil. Können wir da jetzt einfach hinspulen, oder? Nein. Oh, Scheiße. Jetzt fliegen wir erstmal 240 Gibt's Kilometer nichts in der Nähe, wo man hinspulen kann? Ich verstehe nicht, warum man das nicht machen kann. Ja, einfach kurz spulen, ohne dass man was anvisieren muss. Ohne Witz. Das ist ja völlig wack, Alter. Ja, Unglück im Glück, ja scheiße. Weil ich jetzt nicht hin spulen kann. Ja, shit. Wieso wird dem jetzt schlecht? Komm runter, Digga. Ja, wir sind doch schon beschleunigt, was hat er denn so ein Problem? Bisschen schnell, 1000 vielleicht, das ist zu schnell. Ich weiß es nicht. Wenn wir eine Geschwindigkeit erreicht haben, wirkt doch keine G-Kraft auf uns. Das ist richtig. Ha ja, hä? Oder fühlst du dich bei 300 km/h auf der Autobahn anders als bei 50? Nee. Nee, das ist richtig. Ja, hä? Hä? Das ist strange. Ja, auf einmal so. Zu schnell. Auf nichts. Guck mal, das Schiff brennt. Oh nein, das Schiff brennt. Aber die Thruster sind noch gar nicht überhitzt. Was, wenn die Atmosphäre ballern? Ah. Wie viele Kilometer sind es noch? 170. Dann haben wir ja schon 60. Mhm. Was man machen kann, ist es, einen Punkt dahinter anzuspringen und das Schiff auszuschalten, wenn man über dem Ziel ist und dann nicht mehr ins Schiff zu kommen. Perfekt. Hä? Schiff ausschalten? Da bist du doch im Schiff. Ja, du musst ja dann runter. Wenn er sagt, überm Ziel das Schiff ausschalten. Ja, dann ist das Schiff aus, dann hört er auf mit Spulen und dann kannst du sie ja anmachen und runterfliegen. Ach so, das meint er. Okay, oh, Junge, okay, Alter. Okay. Dominik ist heute etwas. Steh mal kurz auf, du sitzt, glaube ich, auf dem Schlauch heute. Nee, ich sitz normal, so wie immer. Immer auf dem Schlauch.
Ja, hä, ich dachte, er meint, man spult zu Ende und dann... Ja, und dann? Dann bist du ja falsch wieder. Ja, ja. 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 Hä? Denk doch nach. Seid nicht so. Brainfuck, ja, komplett. Er hat sich so mit logisch denken, komplett, das ist alles gut. Brainfuck. Warum haben wir in 30 Millionen Kilometern Ramp Access? Ich glaube, unser Schiff schwebt da immer noch. Oh Gott! Hallo, es passiert doch gar nichts mehr. Komm runter. Ich weiß nicht, aber es geht auch weiter weg. Gerade eben kam es wieder ganz doll nah. Ja, wer weiß, das Schiff fliegt ja noch dabei auch kommt irgendwo rum. Mhm. Ja gut, aber jetzt hält sich die... Es macht ja nicht so die ganze Zeit. Die Planeten zueinander. Da, guck, jetzt kommt's wieder. Jetzt geht's wieder weg. Merkwürdig. Nein, er meint, dass man die Kanonspringer abbrechen kann, wenn man das Schiff ausmacht. Heißt, man kann über ein Ziel, welches keinen Marker hat, zum Anspringen einfach drüber springen. Ja, genau. Ja, hab ich ja gerade erklärt. Ja. Verdammte Scheiße hier. Spulst halt über den Punkt drüben und dein Schiff aus und fertig. Und dann halt hoffen, dass man nicht abstürzt. Alter, der Kollege ist echt schnell da unten. Warum fliegen sie hoch? Weil sie schneller sind. Schneller? Wie weit ist denn nun? Show? Oh, boah. Komm mal runter, der die ganze Zeit mit seinem Rot. Die ganze Zeit schlecht wird, Alter. Sind wir jetzt endlich da? Ich glaube, es ist unter uns. 20 Kilometer. Sieht gar nicht aus, als wären es noch 20 Kilometer. Was ist denn jetzt wieder? Hallo? Weil wir gerade straight nach unten fliegen, wahrscheinlich. Ja, aber ich habe doch eine Geschwindigkeit. Der passt gleich out. Gott. Wir können uns bloß fragen, warum. Weil es passiert gerade nichts mit ihm. Wir stehen. Jetzt stehen wir. Jetzt ist gut und jetzt gibt Gummi. Merkwürdig. Redout und Blackout. Blackout, Blut wird aus dem Kopf gedrückt. Redout, Blut wird in den Kopf gedrückt. Das passiert vor allem beim Bremsen. Okay. Wenn ich mit meinem Booster Vollgas dagegen throttle, dann tut er gerade so. Pickup-Site. Was ist da jetzt? Fracht, oder? Na, ja, der Rest von ihm noch. Naja, so. Aha, das ist ein Schiff. Ein Schiff hochkant. Lass mal direkt daneben landen. Ui, das ist... Das sieht mir aus, als du hast abgestürzt. Hey, das wurde abgeschossen. Ja. Kam ja in der... Ja. Ui. Oh. Können wir jetzt auch mit dem Schiff auf den Boden fahren, weil es sind ja Rollen, oder? Ja, ist ja. Doch so, ja. Ja, könnten wir theoretisch, wenn wir jetzt... Ja, meine ich doch. Ja, würde halt bloß abheben, dann. Ach so. Mit der kleinsten Bodenwelle. Cargo, 200 Meter. Ja, jetzt wäre halt ein Bodenfahrzeug angebracht, ne? Für 200 Meter. Ja, wieso nicht? Weil man laufen kann. Kannst du nicht dahinter laufen, Digga, zu diesem Ding hier? Das? Archiv? Das ist aber 890, oder?
Wer ist denn der da? Weiß ich nicht, wir erschießen ihn. Nein, nicht erschießen. Ey, oh, oh. Don't shoot. For fuck's sake, hier erschießt auch. Scheiße. Oh, oh fuck. Wir helfen ihm und dafür erschießen wir ihn. Was war das denn? Egal, nimm das Zeug mit von ihm. Hä? Wo ist das? Da kommen wir nicht. Da oben. Hä? Kommen wir jetzt dahin? Was ist das? Keine Ahnung. Licht? Oh. Ein Mensch. Das sind irgendwelche Hologramme oder so ein Scheiß. Operation Level is declining. Ich spring mal hier auf den Sitz. Es ist upside down. Nee, es ist side down. Side down, ja. Oh Mann. Verdammt nochmal, vielleicht kommst du vielleicht irgendwie, aufs Schiff, irgendwie ja. Drauf, ja. Ja komm. Oh boy, Alter. Und hopp. Und da steht so ein Koffer hier. Ui, das ist ein bisschen kaputt. Immer. Was will denn das Ding von mir? Hä? Hä? Hat ein Medical Beacon? Was ist ein Medical Beacon? Das rote da oder was? Was soll ich jetzt hier machen? Ich keine Ahnung, was ist das? Ist das mein Cargo? Carrie, nimm's mal mit, ja. Was ich, keine Ahnung. Der mal andere Spieler heilen soll, ja, warum zeigt er dann dieses Cargo hier an? Hä? Blick ich nicht. Ja, jetzt können wir die Mission ja auch nicht abschließen, weil wir haben ja. Eine andere Mission getrackt habt. Hä? Ich hab doch die Mission getrackt, die ich angenommen habe. Getrackt. Wir haben nur die Mission aktiv gerade. Was anderes haben wir nicht. Guck. Retrieve the shipment of item from the wreck. Hä? Keine Ahnung, Alter. Die Cargo-Mission ist eh broken. Also, Leute, das einzige Ding ist, ihr könnt ja mal auf YouTube in die Kommentare schreiben, was ihr so für Erfahrungen damit habt, aber das Einzige, was ich jedes Mal höre, egal was wir machen, ja, das ist eh noch verbuggt. Ja, aber ist doch so. Ja, ist so, egal, ja. Was wir machen, ja, das ist eh noch broken, Digga. Ja, was ist denn mit dem Spiel, Alter? Was für ein Medical Beacon? Was für ein Medical Beacon, Alter? Ich weiß überhaupt nicht, was das hier jetzt alles ist. Das ist eine Leuchtfackel oder was? Aber das ist halt so total komisch, es ist alles broken, egal wo wir hingehen, alles ist so broken. Oh, es ist da, aber es ist broken. Das ist übrigens ein Frachter, Alter. Hat er kein anderes Schiff gerade, ja, was denn? Weil er mit dem Reclaimer vor deinem Schiff gelandet ist. Was? Ach, das da! Das da! Das ist ein Reclaimer? Ist die Herkules ja ein Furz dagegen. Dann ist das ja, das ist ja ein KWK-GFS. Das ist ja ein KWK-GFS, Alter. Ein Kriegsfriedens-Warp-Klein-Großfrachtschiff. Digga. Was ist Cockpit? Alter. Wie riesig dieses Schiff. Wo kann man sowas kaufen? Und wie teuer ist das? Ja, wir können es eh nicht kaufen. Nee, jetzt nicht mehr, nee. Da ist der Elevator, der hier kommt. Das ist ein militärisches Schrott-Sammlerschiff. 15 Millionen. Pff, Schnäppchen. Ja. Hatten wir ja easy. Ja. War nur 10% von unserem Geld. Als das noch hatten, ja, open. Come on. Du kannst halt nicht öffnen. Yo, Digga, call mal den, mach mal die Klappe auf. Weil er uns eben beschützt hat, hat er einen Crime-Stat. Ja. Hättest du uns ja nicht beschützen müssen, wir hätten ihn auch selber abgeknallt. Digga, die Kanonen, Alter.
Triebwerk. Ich weiß nicht. Könnten Triebwerke sein. Sind das Thruster, ja? Da rechts ist ein Cannon. Das sind Thruster hier. Ja. Thruster. Digga. Das ist ein riesiges Schiff. Ah, ist der Elevator da? Ja, der Elevator ist da. Geh mal hoch. Digga. Er fährt wieder hoch. Nein, hier geblieben. Stopp! Also im Prinzip, ich komme langsam zu dem Schluss, ja, dass du diesem Spiel nichts machen kannst, weil alles broken ist. Beziehungsweise relativ wenig halt, ja. Also ich meine, ist ja egal, wo wir hingehen, egal, was wir anpacken. Hm, ist irgendwas immer was anderes. Ja, ist aber noch broken, Alter. Ja. Closed door. Versuch mal Mercenary. Ja, toll, Schiffe abknallen. Sich Glückwunsch. Ja, aber Mercenary braucht man doch nicht probieren, weil das ist ja eh noch broken. Ja, aber ja. Was ich dann mache, ist auch wieder broken. Dann schieße ich auf irgendwas. Kannst viel machen, nur musst du ständig irgendwelche dummen Workarounds kennen. Weil halt alles verdammt verbuggt ist. Ja, ist halt das Problem, wenn man die ganze Zeit irgendwas kennen muss. Das ist halt dumm. Tu niemandem etwas Gutes, dann widerfährt dir auch nichts Schlechtes. Bam. Wildfee. Shots gefeiert. Sehr schön. Mach mal. Also, geh mal unter dieses Schiff. Ich glaube, das juckt dieses Schiff kein Meter, Digga. Geh mal unter dieses Schiff, mach Ejection und dann juckt's das Schiff vielleicht. Ja, und dann? Explodiert unser Schiff und sein Schiff vielleicht auch. Sein Schiff hat dann halt 2% Damage, Alter. Deswegen, seid mir nicht böse, war auch der Satz zu dem Versagen am Anfang. Also, so geht es vielen und die Neuesten, wenn man halt keine Hilfe hat. Ja, aber ich meine, da versagt ja nicht ich. Versagt halt das Spiel. Das Spiel versagt, ja. Das Spiel versagt, ja. Gnadenlos. Ja. Ich meine, wenn ich dann hier irgendwas machen will, wie ein ganz normaler Spieler, und dann kommen 20 Leute angeschissen und sagen, das ist broken. Ja, das ist halt noch broken. Ja, dann habe ich nicht versagt, dann der scheiß Entwickler versagt, weil halt nichts funktioniert in seinem Scheißspiel. Ja, eben. Wir sollen es nicht tun. Okay, gut. Was denn? Unser Schiff unter ihm hochjagen. Ach so. Das sollen wir nicht tun. Digga, da passiert halt nichts, Alter. Das juckt den gar nicht. Was soll denn jucken? Sein Juckreiz. Oh? Naja, es ist halt viel, viel interessanter, sich in diesem Spiel alle Sachen anzuschauen und so. Naja, rumfliegen, Sachen angucken. Weil gerade Mission machen, also ich sehe da überhaupt keinen Mehrwert gerade. Wie gesagt, das Ganze mal bei SC nichts bekommt man in-game wirklich erklärt, sondern da hängt man halt oft fest. Ja. Aber das hat ja damit nichts zu tun. Ich meine, die Mission hätte doch jetzt einfach eine Mission sein können. Ja, klar, hätte jetzt einfach ganz halt normal ja, da funktionieren kann, können. Also, aber wenn was verbuggt ist, liegt doch nicht daran, dass mir man nichts erklärt. Ja. Also ich meine, du kannst doch nicht davon ausgehen, dass ein Spiel nur spielbar ist, wenn ich weiß, wie ich die Bugs umgehe. What the fuck? Ja, also wenn es nur so spielbar ist, dann aua, dann stimmt irgendwas mit dem Spiel nicht. So, wir fliegen jetzt nochmal dahin. Oha, krass, wir haben so genug Gefühl mit dem Ding dabei. Na klar. Flieg mal zu den 30 Millionen Ramp Access. Klar kann man, wenn man das weiß und hier schon Jahre abhängt. Ja, wie man. Also, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn man das weiß und hier schon Jahre abhängt. Ich frag mich halt, warum man hier Jahre abhängt. Wie kann man mit solchen Bugs Jahre abhängen? Also, ja, schwierig. Also, wenn das Spiel fertig wäre, dann wäre das ja ultra geil, wenn es funktionieren würde. Das ist halt der Grund, warum mich halt Squadron so skeptisch macht, Alter. Ob weil das hier nichts oder? Läuft, Alter. Ja. Aber ich meine, das liegt nicht. Halt auch hauptsächlich daran, dass hier alles über Server funktioniert, oder ja. Nicht? Und man ohnehin Spaß haben kann mit anderen Leuten. Auf Missionen ist geschissen. Das ist die Sandbox, die einen oft reißt. Ja. Ja, eben. Also ich meine, den größten Spaß hatten wir auch mit den anderen. Ja, wenn wir da irgendwie ein bisschen Scheiße bauen und so. Ein bisschen rumgealbert haben, ja. Ja. Aber sowas ist halt einfach scheiße, wenn die ganze Zeit Bugs sind, du kannst die Mission nicht machen. Das ist ja komplett dämlich. Ist einfach, ja, scheiße. Frage ich mich halt, wie die Leute so viel Geld zusammenkriegen. Ja. Wenn ich nicht mal eine scheiß Mission, wo du 5000 kriegst, Alter, ja, wenn man die nicht mal schafft, wie Alter. Wie kriegen die 50 Millionen zusammen? Lacht man auch über die dummen Fehler mit anderen Leuten. Ja, es ist halt, wo wir dieses Siege on Horizon oder Crusader oder hatten da. Mm. Also das war auch überhaupt nicht lustig. Das war lame. Das ist einfach nur lame und ätzend gewesen. Ja. Das ist Zeitverschwendung.
Ja, sorry, aber what the fuck? Ja. Und mit dem Typen Savage gemacht. Ja, also wieder farmen. Einfach halt irgendwo stehen und dann einen Berg abbauen oder so. Savage, ja, abknallen halt wahrscheinlich. $12 million per Run, und wie lange geht so ein Run? Per Run, der Run geht halt 3 Wochen, oder? Schiffe abbauen ist das. Es gibt auch Missionen, da macht man 250k in 10 Minuten, oder braucht ihr eine Argo-S-Erfahrung? Okay. Schiffe abbauen. Das ist halt wieder das, die reichen ja nochmal reicher. Also um halt viel Geld zu kriegen, brauchst du halt Sachen, die viel Geld kosten. Ja. Das ist halt schon geil. Können abschleppen. Das ist dann quasi, also das ist dann in dem Fall Ladebalken-RP. Du baust halt irgendwas ab, kriegst Geld und dann war's das. In dem Fall. Besser als Ladebalken. Müssen wir mal austesten. Eine kaputte Schiffe einsaugen und hinten im Frachtraum zu Boxen verarbeiten. Ein Run braucht circa eine Stunde. Ja gut, das geht dann mal. Aber ob das Spaß macht, weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren, ne? Das machen wir dann in der nächsten Folge. Genau, machen wir mal Salvagen. Schnappen uns dann die riesen Herkules, hat ja einen ordentlichen Frachtraum. Und dann schauen wir mal. Ja. Steigen wir mal aus. Fliegen tun wir noch, oder? Nee. Nicht? Nee. Ist denn ausgemacht? Anscheinend schon, ja. Wir fliegen nicht mehr, nee. Ich spiele zum Beispiel, bis ich das Geld habe, was ich brauche, und dann fange ich endlich richtig an zu spielen und das zu machen, was ich will. Und dann mach nochmal den Quantum Drive. Ja, das Schiff ausgemacht, ja. Ist halt schon irgendwie schade um das Spiel. Naja, wir werden weiter dranbleiben, weil es ist halt immer dieses, was die Leute immer meinten mit Frusten. Ja. Ich kann aber genauso die Leute verstehen, die sich beschweren von wegen, das ist Scam, das Spiel. Ja. Weil die ein Spiel spielen und dann kriegen sie Bugs und manche Leute haben halt da absolut keinen Bock drauf und dann sagen sie, Scam. Problem ist, wir kommen nicht mehr an den... Kannst du nicht mehr anvisieren, oder was? Doch, aber er macht nicht. Warum macht er nicht? Ich bin 2014 das erste Mal hier gewesen, also 10 Jahre her, und ja, es zählt ganz so richtig für den Arsch, aber wie ihr seht, macht es genug Spaß, da 10 Jahre drin zu hängen. Ja. Der Spaceport ist bei der großen leeren Fläche. Ist leider der am schlechtesten zu findende Spaceport. Da unten? Geradeaus? Da oben jetzt, oder? Da. Ist das die leere Fläche? Das sind Hangar. Sieht nach Hangar aus, ja. Hier fliegt man dahin. Was sagt denn der Pfeil da oben? Da über jetzt? Hep! Hep! Please proceed to assigned landing bay. So, was ist das? Ist im Knast. Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Sieht alles sehr smoggig aus.
Was ist denn das da? Was sind diese Pfeile? Ich weiß es nicht. Ach, die werden erst ab gewisser Entfernung angezeigt. Da unten. Okay. Angermarker. Ach so, das sind Spieler. Oh, das Wasser auf der Scheibe. Ach. Das wird erst hell, wenn du ranfliegst hier. Das ist ja mega bekloppt, Alter. Hä? Was ist das für ein Planet, Alter? So, wo müssen wir da jetzt rein? Ah, da unten, Alter. Wir müssen von vorne reinfliegen. Vorne? Ah, unten, nicht oben. Nicht bei diesem blauen Ding. Oh, Cobb, welcome to you. Ja, danke, herzlichen Glückwunsch. Landing complete, so, und hier fliegt jetzt ein Schiff rum oder was? Was? Ach so, ja. Rescue Beacon activated. Naja. Der Dude braucht Essen und Trinken. Jetzt mach doch das Brett auf, Alter. Tor zu. Leider hat das Licht bei euch auch nur 500 Meter Reichweite. Licht funktioniert nach Größe der Schiffe. 500, 1000, 1500. Okay, bei ganz großen Schiffen mit viel Licht. Alles klar. Reichweite. Naja. Call Elevator. Riker Memorial Spaceport. Area 18. Hallo. Da waren auf jeden Fall gerade schon die Bildschirme zum Schiffe rufen und so. Immer eine Katze mit, und ich mache meistens mehr Licht als die Funzen an den Schiffen. Nice. Ja, da heißt so zu irren eines Typen, der die Facebook-Gruppe für Squadron geleitet hat und vor ein paar Jahren gestorben ist. Ah, okay. Gut zu wissen. Wer heißt so? Dieser, der Spaceport hier, der Riker Memorial Spaceport. Wahrscheinlich hieß der Typ Riker zum Nachnamen. Ja, hier. Ja, genau. Information. Und was gibt's jetzt hier für Information? Keine Ahnung, das ist natürlich alles nur Fassade. Genau, ist natürlich alles nur schneller, damit es später benutzt werden kann. Transit Plattform. Login as User, Office of Imperial Justice. Ah, na, wir haben keine. Ah, wir haben keine Kopfgelder, keine Strafen. Hallo. Das ist sehr drohend, Sie wissen das. Dass Sie mit der Waffe auf uns ziehen. Transit-Plattform. Arcorp City Flight. B-Wake Convention Center. Kann man seine Strafe bezahlen, links. Ah, die fliegt auch in der Luft hier, die fliegt jetzt hier über die Straße. Ah. Was links? Die linke Station, oder? Pass auf, guck. Oh. Okay, clear steht da unten. Okay. SC macht einem sowohl SC als auch andere Spiele kaputt, sich selbst durch die Bugs und andere Spiele dadurch, dass man sieht, was technisch möglich wäre. Vergleich Starfield. Ja, am Ende gefällt einem nichts mehr, so ist es. Ui, ganz schön schnell. Ui, pinkes Licht.
Ah. Im Biebig Convention Center. United in Purpose. Ah, hier kann man doch safe, genau, Essen und Trinken kaufen. Fetzt dir mal rein. Ach so, nur Fell mit. So. Eat. Ah, da liegt doch einer for free. Ah, nice. Pips. In die Pinken. Sieht besser aus. Das Ziel wird sich noch so oft ändern durch die Features und neuen Einschränkungen, die kommen werden, aber Starfield könnte mir echt nicht. Ladebildschirm-Game, nee. Einschränkungen, okay. Ach, so. Yes, kurz weggefetzt. Sind aber immer noch nicht ansatzweise. Kaffee hier. Ansatzweise da, wo wir sein wollen. Fluid Energy, let's go. Rein in die Olga. Oh, yes. Sehr schön. Wie viel kann man denn trinken, Alter? Oh, Digga, wie das. Wie er es einfach fallen lässt. Hä? Jetzt leg das doch weg, Alter. Ist auch leer. Ist auch leer. Finde ich auch gut, wie er es aufmacht. Die Dose. So, 100% gibt's ja nicht. Meine Fresse. So, jetzt nehmen wir noch was mit. Store. Das nehmen wir auch noch mal mit. Synergy. Gibt wahrscheinlich auch Nahrung und nicht nur trinken. Ja, dann mach doch. Kaufen. So, Financial District. Financial District. Doch. Ah, da sind noch Automaten. Ich sag gerade was für ein Schiff, aber ist da irgendwas anderes? Das war's jetzt hier, oder was? Was ist hier? Nix. Das war's. The fuck? Das war die Stadt. Das ist nicht, das ist die, nicht Innenstadt. Die Innenstadt. Ja, wir sind ja zum Convention Center. Das ist nur so für Ingame-Events. Ah, okay. Gut. Die Pisse so wie Siege of Horizon oder sowas. Also jetzt fliegen wir zurück. Mhm, zum Spaceport. Area 18 Plaza. Ja, das war, weil ihr rechts die Station genommen haben. Ja, toll. Ein paar Häuser, ja, man sieht's. Ja. Make every shot count. So, Area 18. Now arrive. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Stand clear. Financial District. Arc Corp Plaza. BB Convention Center. Ich hab gedacht, hier wären wir gewesen. Hier waren wir doch. Ich weiß es nicht, waren wir hier? Ja, klar. Ey, keine Ahnung. Hä? Hä, nee, hier waren wir nicht. Hä? What the fuck, was ist hier los? Doch, hier waren wir. Treppe hoch. Ja. Nee, Komplett, glaub ich doch nicht.
Nee, hier waren wir nicht. An diesen Ball hätten wir uns erinnert. Oh. Land bitte auf dem Ding. Gut gemacht. Das wird sehr gut. Shit, unser Bein hat 3 Brüche. Na, das geht ja noch. Dafür können wir immer noch rennen. Ja, ich glaube, an dem Punkt endet unsere Reise. Weil ich glaube nicht, dass wir hier nochmal hochkommen. Sei denn, wir springen diesen Lüfter, der uns gleich da hochboostet. Ja, so schnell wie der sich dreht, ja. Ja. Was ist da drüben auf der Plattform? Ja, dann gucken wir halt mal, dass wir nach unten kommen. Auf den Grund des Planeten. Einfach außen wieder einloggen. Okay. Ja. Ist ziemlich dunkel hier. Stirbst du, bist du woanders. Okay, also sollten wir im besten Fall nicht sterben. Gut, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge auf YouTube. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, genau. Schreibt mal in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Genau, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.